Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Und heute basteln wir uns mal einen Pool auf Rädern. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In Springfield tobt immer noch die Hitze und die Leute schreien einfach nach Abkühlung. Obwohl wir den gerade ein Schwimmbad hingebaut haben, wollen die wohl bestimmt nicht bis dahin fahren erst. Von daher passt wohl nichts Besseres als unser Springfield Poolmobil. Das fährt auch zu dir nach Hause. Unser Springfield Poolmobil kam auch bis jetzt nur in einer Folge vor bei den Simpsons. Die siehst du hier, kannst dir gerne angucken, wenn du ein bisschen was drüber erfahren möchtest. Ansonsten, so wie das Poolmobil schon vor uns steht, werden wir es dann auch so bauen. Passt auch relativ gut, dass ich mir noch so was ausdenke hier für unser Schwimmbad. Denn auf der Rückseite wollte ich ja nicht unbedingt einen riesigen Parkplatz bauen, wie in der Folge das zu sehen war. Und wenn man dahinter dann, sag ich mal, so eine kleine Nische baut, wo man den Springfield Poolmobil so ein bisschen abstellen kann, dann geht das Ganze noch. Und das wollen wir uns heute hier ein bisschen hinbasteln. Und unser Springfield Poolmobil ist eigentlich relativ schnell aufgebaut. Wir holen uns einfach mal ein bisschen schwarzen Beton raus, Steinschalter, polierte Andesitstufen, denn glatte Steinstufen, einen Spender brauchen wir, glatter Quarzblock, davon nochmal die Treppe wie Stufe und dann holen wir uns noch ein paar Schmelzöfen raus. So, wenn wir dann alles zusammen haben, legen wir los. Ich würde mal sagen, erstmal mit dem schwarzen Beton. Man kann natürlich gleich wild drauf losbauen oder man achtet so ein bisschen drauf, wie man sich das Ganze platziert. Ich möchte mir das natürlich gerne hinter meine Schwimmhalle bauen und ich rate euch, wenn ihr das irgendwie an Gebäude oder so bauen wollt, euer Poolmobil, lasst da so eine Blockschicht immer frei. Das zählt dann auch meistens für die andere Seite, wenn ihr das irgendwo euch hinplatzieren wollt, dass wenn ihr das baut, halt auf jeder Seite Minimum ein Block Platz ist. Ja, dann wollen wir uns erstmal ein paar Räder hinbasteln. Ich setze mir jetzt erstmal zwei Räder hin, lasse dazwischen immer einen Block Abstand und gegenüber will ich mir noch welche hinbauen. Das heißt, ich lasse mir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Abstand und setze mir hier dann nochmal zwei. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir in eine Richtung, in der unser Poolmobil langgezogen werden soll. Ich möchte es gerne in diese Richtung haben. Von daher gehe ich jetzt hier von der Seite noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Blöcke zur Seite weg. Ab den 16. Block setzen wir einen hin, einen freilassen, nochmal eine Rad hinsetzen. So, dann gehen wir wieder 5 Blöcke zur anderen Seite rüber und setzen hier nochmal die gleichen Räder hin. Wenn wir das soweit haben, geht es weiter. Und zwar schnappen wir jetzt mal einmal unsere Spender. Wir gucken jetzt einmal bei den Rädern, die wir uns jetzt hier weiter nach vorne weggezogen haben. Gehen wir jetzt hier nur eine Reihe ein bisschen nach oben und dann hier zur Seite weg. 1, 2, 3, 4 Blöcke und dann können wir, sage ich mal, hier drauf einfach mal unsere Spender setzen. Na, vielleicht eher so, dass, sage ich mal, die Öffnung nach hinten zeigt, auf der gegenüberliegenden Seite auch. Genauso wie auf der anderen Seite. So, und wie gesagt, 4 Blöcke von dem vorderen Rad hier lassen wir einfach mal den Abstand und setzen die dann hin und davor würde ich sagen, lassen wir einen Block Abstand und setzen dann nochmal ein Rad hin. Wenn wir unsere Räder dann erstmal so platziert haben, können wir erstmal auf den äußeren Bereich überall noch einen Steinknopf platzieren. Wenn wir das denn haben, machen wir uns ran jetzt mit den polierten Andesitstufen so ein bisschen das Gestell unserer Räder und natürlich von unserem Truck zu bauen. Da fangen wir erstmal auf der Rückseite an. Das Ganze wollen wir so ein bisschen miteinander verbinden. Da machen wir erstmal hier bei den Rädern an sich polierte Andesitstufen erstmal glatt nach hinten weg und dann ziehen wir einfach hier noch eine mittlere Strebe hin und dann sind die schon mal fixiert. Weiter geht es denn hier zu den vorderen Rädern, da wollen wir das Ganze auch nochmal bauen, aber hier machen wir erstmal, würde ich mal sagen, auch erstmal drei polierte Andesitstufen dahinter weg und dann können wir die bis zur anderen Seite ziehen, da machen wir alles hier einfach zu von den Dreier und wenn wir das haben, platzieren wir nochmal, würde ich mal sagen, eine Schicht auf der Rückseite hin und nochmal eine Schicht auf der Vorderseite hin. So, danach suchen wir uns hier mal auf der einen Seite die Mitte raus, die befindet sich dann hier, so mit drei, markieren wir uns das Ganze, machen das Ganze zweimal nach vorne weg. Und wenn wir das haben, geht es weiter mit den glatten Steinstufen, die wollen wir jetzt einfach hier weiter dran vorne platzieren und ziehen wir uns einfach mal, ja, würde ich mal sagen, eine Schicht noch vor unserem Rad vorne weg hin. Die können wir dann hier auf eine Breite von drei erstmal machen. Wenn wir das haben, fixieren wir hier vorne erstmal unser Rad damit ein. Auch die Spender können wir damit einfixieren. So, machen wir das hier auf allen Seiten. Und wenn wir das haben, können wir jetzt schon mal einmal unsere Schmelzöfen schnappen. Und jetzt hier bei der letzten polierten Stufenschicht setzen wir da noch ein paar Öfen hin. Ich würde sagen, mit der Öffnung dann halt zu unserem Pool hin. Und dann geht es auch schon ran, den Pool uns so ein bisschen zu bauen. Da fangen wir erstmal mit Quarzblöcken an. Wir ziehen uns erstmal halt so ein Rechteck hier lang. Ich fange jetzt hier einfach mal vorne bei den Rädern an. Ich setze mir jetzt die Schicht so einen Block noch weiter nach außen, als das Rad ist.
So, dann können wir das Ganze einfach mal geradeweg bis nach hinten wegziehen. Auch hier zieht man das einfach so einmal nach hinten weg, dass es hier einmal so übersteht. So, das ist schon so ein bisschen unser Grundriss für den Pool. Da können wir jetzt, sage ich mal, schon den Boden reinziehen. Da setzen wir einfach Quarzstufen hier einfach auf unsere polierte Andesit-Schicht hin. Und das können wir dann hier einmal alles ausfüllen damit. Weiter geht's denn mit unseren Quarztreppen. Die platzieren wir jetzt hier auf unseren Quarzblöcken. Einfach hier an der Seite ziehen wir das so lang und achten darauf, dass die Treppen sich an den Ecken immer miteinander noch verbinden. Da erkennt man doch schon langsam einen Pool. Wir schnappen uns nochmal unsere Quarzstufen hin und fliegen einmal auf der Vorderseite, sage ich mal jetzt hier, wo unser Truck hier am Ende steht, einmal hin und setzen hier in unserem Pool einfach mal, sage ich mal, hier auf der einen Seite noch zwei weitere Stufen hin, hier einfach so. Und das gleiche Spiel machen wir nochmal auf der Rückseite. Ne? Einen lassen wir frei, Stufe hin, ein frei, Stufe hin, ein frei. Das sind an sich unsere Befestigungen später, wie man in den Pool reinklettern kann. Ja, und wenn wir das uns so ein bisschen vormarkiert haben, geht es dann weiter, würde ich mal sagen, erstmal vorne mit unserem Truck. Ich beginne jetzt einfach mal mit unseren Quarzblöcken. Ich stelle mich vor unserem Springfield Poolmobil einfach vorne hin. Dann fange ich an, jetzt erstmal auf der Rückseite hier zwei Quarzblockschichten mir hier lang zu ziehen. Da oben mache ich dann nochmal drei einzelne Blöcke rauf. Dann ziehe ich mir das Ganze noch, würde ich mal sagen, vier Blöcke nach vorne weg. Das mache ich hier dreimal. Und dann ziehe ich nur die vorderen zwei Schichten auch nochmal auf eine Zweierhöhe hin. Als nächstes setzen wir uns erstmal die Türen von unserem Truck hin. Ich setze mir jetzt einfach auf unseren Spendern zwei umgedrehte Quarztreppen hin. Einen normalen Quarzblock hier drauf und dann nochmal eine normale Quarztreppe da einfach neben. So, andere Seite auch nochmal. Erstmal beginnen wir die Tür mit zwei umgedrehten Treppen. Hier hinten dran setze ich mir einen Block und darauf dann noch eine normale Treppe. Weiter geht's dann auf unserem vorderen Bereich. Ich setze mir jetzt so eine kleine Verkleidung für unser Rad. Das heißt, jetzt einmal vor unserem Rad hier oben drauf setze ich mir eine Treppe und dahinter setze ich mir eine Treppe hin und dazwischen setze ich mir eine umgedrehte hin. Da drauf setze ich mir noch eine Stufe hin und das machen wir dann nochmal auf der anderen Seite. Bei unserem Rad setzen wir vorne und hinten eine Treppe hin, dazwischen eine umgedrehte Treppe und darauf eine Stufe. Dann geht's weiter mit unserer Fahrerkabine. Da setzen wir jetzt, sage ich mal, auf der Rückseite einfach hier überall drauf eine Treppenschicht nochmal hin. Anschließend platzieren wir dann drei Quarzblöcke auf unseren oberen drei Treppen. Davor setzen wir dann wieder eine Quarztreppenschicht und können jetzt hier an den Seiten zwei Quarzstufen uns hier nochmal platzieren und auf der Vorderseite setzen wir uns nochmal drei hin. Mir ist aufgefallen, wir haben an unseren Traktüren noch gar keine Griffe. Die platzieren wir uns einfach mal mit ein paar Steinschaltern auf beiden Seiten. Und dann haben wir unser Blockmodell eigentlich schon für fast alles verbraucht. Wir nehmen uns nochmal eine polierte Andesitstufe zusammen, denn bei unserem Springfield Poolmobil gibt es sogar ein Sprungbrett. Das platziere ich mir einfach gleich hinter unserem Truck. Einfach mal hier setze ich mir, würde ich mal sagen, drei polierte Andesitstufen hin als Sprungfläche. Und dann haben wir das ganze Blockmaterial erstmal verbraucht. So, dann können wir das erstmal wegtun. Und dann gehen wir wieder an unsere Kiste ran. So, um weiterzubauen, holen wir uns einfach mal ein paar Steinstufen raus. Steintreppen, Tropenbaumfalltür, eine Steinziegelmauer, Eisengitter. Dann würde ich mal sagen, holen wir uns noch ein paar Leitern raus. Denn Steinziegelstufen, ein Wilverskelettschädel und ein Akazienschalter. Wir beginnen erstmal mit den Steinstufen und Steintreppen. Die sind so eine kleine, würde man sagen, da kann man dann, sage ich mal, in den Pool mit reinklettern. Das ist hier, sage ich mal, vorne noch so bei unserem Truck, so eine Befestigung. Da platzieren wir uns einfach mal die Steinstufen, würde ich mal sagen, hier in der Mitte einfach mal, zack, drei Stück insgesamt hin. Denn hier weiter außen setze ich mir einfach mal eine umgedrehte Steintreppe einfach mal hin. Und dann platziere ich mir einfach mal oben jetzt hier, sage ich mal, auf der Fläche eine weitere Stufe hin. Und dann hier unten auf unserer Höhe des Rades setze ich mir dann auch nochmal eine Stufe hin. So, andere Seite machen wir es auch nochmal. Also einmal auf der Höhe unserer Treppe setze ich mir eine Stufe hin. Und dann hier unten auf der Höhe des Rades setze ich mir dann auch nochmal eine Stufe hin. Das soll so eine kleine Leiter darstellen. Und wenn wir das denn haben, geht es weiter, würde ich mal sagen, mit Tropenbaumfalltüren. Die sind hier so eine kleine Absperrung, die wir uns hier mal noch platzieren, damit hier keiner runterfällt. So. Und dann nehmen wir gleich als nächstes, würde ich mal sagen, können wir gleich die Steinziegelmauer nehmen. Die ist, sage ich mal, hier natürlich der Auspuff von unserem Truck, den wir dann hier vorne haben. Und wenn wir das platziert haben, nehmen wir jetzt unsere Eisengitter und die können wir jetzt, sage ich mal, als so, ja, als kleines Geländer noch nehmen. Jetzt einmal hier für unser Sprungbrett. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch nochmal so ein Geländer, denn hier ist eine kleine Leiter platziert, wo man dann, sage ich mal, hier einfach wieder rausklettern kann. Dann machen wir einfach mal das Geländer hier auf der anderen Seite einfach mal so runter. Und dann könnten wir gleich schon mal hier hinten ein paar Akazienschalter uns hier platzieren fürs Rücklicht.
Und dann schnappen wir uns mal, ich würde mal den Akazienschalter kurz hier wegnehmen. Und dann mache ich mir einfach einen Quarzblock hin, denn wir müssen ja hier auch irgendwie noch eine Leiter uns platzieren. Dann nehmen wir natürlich dann eine richtige Leiter, dass die auch funktioniert hier. Und dann kann man dann auch anschließend in den Pool klettern. Ja, da bleibt am Ende nur noch die steinzige Stufe und unser Wilberskelett übrig. Das sollen ein paar Tröten darstellen bei unserem Truck denn oben drauf. Platziere ich mir jetzt einfach mal hier zwei steinzügige Stufen und platziere mir daran denn die Wirrwarr-Skelette. Das sind einfach so ein paar Tröten obendrauf, mit dem, sag ich mal, unser Springfield Poolmobil ankündigt, dass es da ist. Wenn wir dann alles wieder verbaut haben, können wir auch dieses Blockmodell wieder wegtun und gucken mal, was als nächstes auf uns lauert. Denn zum guten Schluss holen wir uns jetzt einfach nochmal einen Hebel raus, Schwarzeichen-Zauntor, dann polierte an diese Treppen, Glasblöcke, grauer trockener Beton und Skelettschädel. Ja, wenn wir denn das bisschen auch noch zusammen haben, legen wir los. Wir fangen jetzt erstmal an, unsere Fahrerkabine von unserer Truck uns ein bisschen zu basteln. Ich nehme jetzt einfach mal polierte Andesit-Treppen einfach mal als Sitzlage. Dann kann man, sage ich mal, davor noch vielleicht so ein Lenkrad ein bisschen, ja, mit einem Soundtor darstellen. Und wer möchte, muss ich wieder etwas freihauen, kann man hier vielleicht noch so ein Steuerknüppel oder sowas sich hier hinmachen, eine Gangschaltung halt. Hier kann man noch mit einem Hebel sich da ein bisschen platzieren. Ja, danach können wir dann hier alles einmal ausfüllen mit unseren Glasblöcken. Da kannst du danach natürlich auch gerne bunte Glasblöcke nehmen. Musst du nicht weiße nehmen, aber ich denke mal, das geht schon so. Und dann platzieren wir auf der Vorderseite unseres Trucks drei trockene Betonblöcke und darauf nochmal polierte Andesit-Treppen. Jetzt haben wir schon mal unser Springfield Poolmobil gebaut. Jetzt wollen wir natürlich noch einmal das Wasser einlassen. Relativ simpel. Man platziert jeweils hier mit einem Wassereimer bei unseren Treppen immer einmal hier Wasser rein. Geht relativ schnell und simpel, sich das Wasser hier reinzufüllen. Hat auch eine schöne Ebene. Da muss man nicht erst wieder ein bisschen rumfuschen, damit das hier auch, sage ich mal, alles eben ist. Das geht von ganz alleine. Und wenn man das hat, fehlt nur noch eine Sache, und zwar natürlich noch die Schrift einmal drauf. Die machen wir uns natürlich einmal mit Banners. So sieht das dann natürlich aus, wenn man sich das mit Banners einmal drauf platziert. Und für alle, die nicht wissen, wie man sich Buchstaben auf Banners macht, ist in der Videobeschreibung nochmal ein Video dazu, wie man sich simpel das ganze Alphabet auf Banners platziert. Und jetzt kommen wir nochmal zu zwei kleinen Sachen, die ich jetzt hier noch vergessen habe zu sagen. Einmal hier vorne bei unserem Truck fehlen natürlich noch einmal die Lampen. Die wollte ich mir eigentlich mit Skelettschädeln darstellen. Die kann man sich dann hier vorne einmal auf unseren Treppen hier so ein bisschen schräg drauf platzieren. Und dann haben wir hier vorne unsere Scheinwerfer vom Truck. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die ist, sag ich mal, offiziell beim Simpsons Springfield Poolmobil nicht, sag mal, nicht zu erkennen. Und zwar bei den Rädern. An sich sind die glatt einfach an der Seite dran. Finde ich nicht unbedingt gerade wunderschön, von daher kann man vielleicht auch nochmal hier einen Quarzblock vielleicht mit einer Quarztreppe austauschen, sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Das hebt vielleicht immer so ein bisschen das Rad hervor und wenn man das dann so, sag ich mal, alles sich ein bisschen getüftet hat, dann ist unser Springfield Poolmobil auch fertig. Ne, in der Kiste ist nichts mehr drin, ne, also ist er fertig. Tja, wenn ein mobiler Pool keine Abkühlung bringt, dann kann ich unseren Springfield dann auch nicht weiterhelfen. Naja, jetzt steht er hier und natürlich eine schöne Notlösung, was man hinter unserem Schwimmbad sich basteln könnte. Ne? Wie gesagt, so ein Springfield Poolmobil, ich finde, das passt super rein hier hinter dran. Ne, und ihr seht, ich habe mir jetzt auch schon die Straße hier wieder ein bisschen lang gezogen. Mal gucken, was wir uns denn noch hier alles hinbasteln. Ja, aber ansonsten heißt es für mich, erstmal wieder hier vor unserem Springfield Poolmobil sich hinstellen. Hören wir uns dann natürlich wieder zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.